Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Hurricane Ian sorgt für Verzögerungen bei Startabläufen in Florida. SLS wird in VEB zurückgefahren und Start im Oktober ist jetzt nicht mehr sehr wahrscheinlich. DART legt die Woche einen Volltreffer auf dem Asteroiden Dimorphos hin. Astra wird die TROPICS-Mission für die NASA nicht mehr starten. Und NASA und SpaceX untersuchen Dragon-Missionen zur Lebensverlängerung von Hubble. Zahlen würde das vermutlich der Milliardär Jared Isaacman. Das und noch viel mehr mit den Hintergründen in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News nur auf YouTube. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Wie immer alle Zeit nach der aktuellen mitteleuropäischen Zeit. Das ist bis zum 30. Oktober noch die Sommerzeit und damit MESZ. Am Montag, den 26. September, ist um 15.38 Uhr MESZ von Xichang aus eine Lange Marsch 2D mit einem Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Am Dienstagmorgen, den 27. September, ist um 1.50 Uhr MESZ eine Lange Marsch 6 von Taichuan aus gestartet. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Astra wird keine TROPICS-Satelliten mehr für die NASA starten. Der letzte Startversuch und wie sich mittlerweile herausgestellt hat, der allerletzte Startversuch für die Rocket 3 von Astra endete mit einem Verlust der Oberstufe. Dazu wird es nun nicht mehr kommen, wie Astra diese Woche mitteilte. Astra wird nun voll auf die Entwicklung der größeren Rocket 4.0 setzen. Hoffentlich ist Astra nicht abergläubig, in Asien steht ja die Zahl 4 für den Tod. Soweit ich weiß, steht nicht fest, wer nun die verbleibenden TROPICS-Satelliten der NASA starten wird und ob die überhaupt starten werden. Das Pentagon will die Beschaffung von sehr großen geosynchronen Infrarotsatelliten einstellen. Meiner Meinung nach ist das eine sehr wichtige Neuigkeit, weil im gleichen Atemzug das Verteidigungsministerium seinen Unmut nennt über die horrenden Preise von geosynchronen Satelliten. Man mache das nun ja seit 30 Jahren und es herrsche Unverständnis, warum diese Systeme weiter Milliarden von Dollar kosten sollen. Statt einzelner Geosatelliten würde man auf eine breite Architektur von vielen kleinen, in Serie gefertigten Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen setzen. Da dürfte sich in der Industrie Panik breit machen. Gerade an den dicken, fetten Geosatelliten hat man ja in Spezialanfertigung sehr, sehr gut verdient. Gerade der Geo hat bisher strategisch eine wichtige Rolle gespielt, weswegen der Zugang zu ihm als besonders wichtig galt. Die Ariane 5 hat man im Prinzip auf große, schwere Nutzlasten in den Geo hin konstruiert. Jetzt verliert der Geo im Startmarkt massiv an Bedeutung, was mit ein Grund ist, warum die Ariane 6 komplett am Markt vorbei geplant wurde. Unabhängig davon, dass von den versprochenen Kosteneinsparungen, mit der die Ariane 6 politisch mal ins Rennen gegangen ist, heute nicht mehr viel übrig sein dürfte. Vor dem Hurricane Ian hat die NASA das SLS zurück in die VEB gebracht. Hast du vielleicht mitbekommen. Nachdem, was dann tatsächlich in Florida passiert ist, der Sturm ist ja nämlich genau über die Startanlagen gezogen, war das mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Zwei Tage lang hatte die NASA eine endgültige Entscheidung hinausgezögert. Dann folgte am Montag, den 26. September, die finale Entscheidung. Das Space Launch System und das Orion Raumschiff werden zurück in das Vehicle Assembly Building gebracht. In Anbetracht der Tatsache, dass die NASA die Batterien des Flugabbruchsystems austauschen und zahlreiche Inspektionen und Analysen durchführen muss, scheint der nächste Startzeitraum für 17. Oktober bis 31. Oktober nicht mehr so wahrscheinlich. Der danach nächste Startzeitraum läge dann vom 12. November bis zum 27. November. Mein ganz persönliches Highlight dieser Woche war, mit euch zusammen in der Nacht von Montag auf Dienstag den NASA-Crash von DART live zu verfolgen. In was für abgefahrenen Zeiten leben wir bitte, dass wir alles live auf YouTube miterleben konnten. Kurzer Abriss, die DART-Sonde der NASA hat mit einem Volltreffer den Asteroidenmond Dimorphos getroffen und damit die Grundlagen zu einer planetaren Verteidigung vor Asteroiden getestet. Wie erfolgreich das Ganze war und wie stark Dimorphos seine Bahn um Didymos geändert hat, wird sich durch Beobachtung in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Wenn dich das Thema mehr interessiert, meine Technik-Episode zu DART verlinke ich dir hier unter dem Video. Nicht nur absichtlich kollidieren menschengemachte Dinge im Weltraum. Weltraumschrott wird ein immer größeres Problem. Ja, und viele Experten gehen ja davon aus, dass das sogenannte Kessler-Syndrom schon begonnen hat. Aber das ist wohl kein Zustand, den man hinnehmen muss, sondern liegt in der Verantwortung der Politik, hier klare Spielregeln zu definieren. In den USA wird das durch die FCC erfolgen, die für alle amerikanischen Nichtregierungssatelliten Vorschriften aufstellt. Aktuelle Planungen sehen vor, jeder Satellitenbetreiber muss seinen Satelliten nach Ende der Mission so schnell wie möglich entsorgen, spätestens aber nach 5 Jahren. Wie schnell das umgesetzt wird und wie effektiv das ist, kann ich euch nicht sagen. Für mich klingt es aber nach einem vernünftigen Plan, um weiteren Weltraumschrott zu verhindern.
Aber es gibt ja auch den böswilligen Weltraumschrott, Stichwort Antisatellitenwaffen. Wie SpaceNews.com berichtet, sind etwa 2/3 der Trümmer des russischen Antisatellitentests Azad vom letzten Jahr mittlerweile wieder in die Atmosphäre eingetreten. Das ist die gute Nachricht, die schlechte. Es könnte mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis der Rest wieder eintritt. Ja, ich hatte ja schon darüber berichtet, dass die ISS Bruchstücken aus diesem Waffentest ausweichen musste. Wie SpaceNews.com weiter berichtet, hat es bis Juli diesen Jahres 560 Konjunktionsmeldungen zwischen Trümmern von Kosmos 1408 und der ISS gegeben. Davon wurden 15 als derart ernst eingestuft, dass die NASA mit der Planung eines möglichen Manövers begann. Letztlich musste in dem Zeitraum aber bisher nur ein ISS-Manöver durchgeführt werden, das mit Trümmern in Verbindung stand. Seit bald 22 Jahren ist sie unser Außenposten im All und daher hat sie mehr Aufmerksamkeit von Senkrechtstarter verdient als bisher. Die ISS. Da mein Kumpel Ian, der größte ISS-Fan aller Zeiten, auf dem Hurricane Festival ist, verschiebt sich der NASA Crew 5. Okay, das ist jetzt Blödsinn. Die Startvorbereitung der nächsten Crew Dragon, die eigentlich am 3. Oktober von Cape Canaveral aus zur ISS starten sollte, verschieben sich aufgrund von Hurricane Ian auf frühestens den 5. Oktober. Allerdings bleibt noch sehr ungewiss, ob dieses Datum gehalten werden kann. Eigentlich sollte die Crew bestehend aus den beiden NASA-Astronauten Nicole Mann und Josh Cassada, dem JAXA-Astronauten Koichi Wakata und der Kosmonautin Anna Kikina am 26. September, also eine Woche vor deren Start vom Johnson Space Center in Houston, wo diese seit einiger Zeit sich bereits in Quarantäne befinden, zum Kennedy Space Center in Florida geflogen werden. Dieser Transfer wurde aber aufgrund des herannahenden Hurrikan auf unbestimmte Zeit verschoben. Normalerweise absolvieren die Astronauten die letzte Woche vor dem Start die letzte Trainingseinheit am KSC. Dazu gehört eine Trockenübung des Startablaufs mit der aufgerichteten Rakete und Dragon-Kapsel, allerdings ohne Betankung, und das Üben möglicher Evakuierungsszenarien für den Start. Damit die Crew alle diese Vorbereitungsmaßnahmen absolvieren kann, muss sie mindestens 4 Tage vor dem Start am Cape ankommen. Ob diese Verzögerungen auch bedeuten, dass der Start von Crew 5 sich weiter verschieben wird, bleibt abzuwarten. Ebenso muss man schauen, welche Schäden der Hurrikan angerichtet hat, die vor dem Start beseitigt werden müssen. Zusätzliche Startmöglichkeiten neben dem 5. Oktober wären der 7. und der 8. und der 9. Oktober. Für den 6. Oktober gibt es kein Startfenster. Wie bereits vor 2 Wochen hier auf Senkrechtstarter angekündigt, wurde Samantha am 28. September die neue Kommandantin der ISS. Sie erhielt das Kommando von Oleg Atmejew, der diese Position seit dem 5. Mai diesen Jahres hatte. Es kann gut sein, dass sie diese Position, die sie eigentlich nur für wenige Wochen innehaben sollte, eventuell ein klein wenig länger behalten wird, nämlich bis zu ihrem Verlassen der ISS. Das kann sich jedoch aufgrund der eben beschriebenen Startverzögerung der Crew 5-Besatzung ebenfalls noch um einige Tage verschieben. Nachdem am 21. September mit Soyuz MS-22 3 neue Besatzungsmitglieder zur ISS gestartet sind, wir haben letzte Woche davon berichtet, war es am 29. September Zeit für die alte Besatzung der Soyuz MS-21 Lebewohl zu sagen. Oleg Atmejew, Denis Matwejew und Sergei Kosakov dockten nach 195 Tagen mit ihrer Soyuz MS-21 von Prichal, dem neuen russischen Knotenmodul, um 9.34 Uhr MSZ ab und landeten wenige Stunden später um 12.57 Uhr MSZ in der Steppe von Kasachstan. NASA und SpaceX untersuchen eine Lebensverlängerung des Hubble-Weltraumteleskops. Anhand der Teilnehmerliste hatte man es schon ahnen können, als die NASA diese Pressekonferenz angekündigt hatte. Neben dem NASA- oder noch NASA-Forschungschef Thomas Zurbuchen und der NASA-Crew-Programm-Chefin Kathy Lüders waren der Hubble-Projektmanager der NASA Patrick Cruz sowie die SpaceX-Vizepräsidentin für Kundensystemintegration und Jared Isaacman angekündigt worden. Worum ging es? Die NASA hat jetzt ein Space Act Agreement mit SpaceX unterzeichnet, um in einer 6-monatigen Studie zu ermitteln, ob das Andocken von SpaceX Crew Dragon an Hubble und dessen Boosten in einen höheren Orbit möglich sind. Das könnte tatsächlich die Lebensdauer des 32 Jahre alten Hubble-Teleskops um 15 bis 20 Jahre verlängern. Eine Studie, wie gesagt. Man hat außerdem betont, dass kein Geld von der NASA für das Projekt an SpaceX gegangen sei und zunächst auch nicht fließen wird. Ich jedoch glaube, bei einem derart hochkarätig besetzten Panel können wir davon ausgehen, dass alle Parteien hier sehr, sehr ernsthaft diese Studie unterstützen werden. Hubble, ist das nicht ein alter Knochen, jetzt wo wir das James Webb haben? Nein, auch das hat man in der Pressekonferenz immer wieder betont. Das Hubble ist mit über 90.000 Peer-Review-Papern das erfolgreichste Forschungsinstrument aller Zeiten und liefert auch aktuell noch Daten und Forschungsergebnisse auf Weltklasseniveau. Es arbeitet im für uns Menschen sichtbaren Bereich des Lichts, ergänzt also ausgezeichnet James Webb, das ja bekanntlich nur im Infrarotbereich arbeitet. Die Vereinbarung wurde getroffen, weil SpaceX mit dem Polaris-Programm eine Reihe privater Missionen durchführen will. Bezahlt wird das Ganze von dem Milliardär Jared Isaacman, auf dessen Initiative die Idee mit dem Hubble wohl zurückgeht.
Ich weiß nicht, ob Jared Isaacman die Idee daher hatte, aber bei Twitter hatte mich Space Nerd Germany angeschrieben. Er hatte tatsächlich im Februar 2021 Jared Isaacman auf der Idee mit dem Hubble und dem Crew Dragon auf Twitter verlinkt. Das wurde von Jared Isaacman auch im Frühjahr 2021 geliked. Wenn das echt die Geschichte von der Ideenfindung ist, fände ich das extrem witzig. Aber zurück zur Idee. Jared Isaacman ist ja der erste Privatmann, der mit Inspiration 4 einen orbitalen Raumflug als Kommandant geführt hat. Mit dem Polaris-Programm möchte er jetzt die Grenzen der privaten Raumfahrt aufs nächste Level heben. Wie ich letzte Woche schon berichtet habe, wurde die erste Mission im Polaris-Programm, Polaris Dawn, gerade auf frühestens März 2023 verschoben. Missionsziel: an Bord von SpaceX Crew Dragon einen Flug bis zu einer Höhe von 1400 Kilometern fliegen, wobei auch die ersten privaten Weltraumspaziergänge durchgeführt werden sollen. Das ist etwa dreimal so hoch, wie die ISS fliegt. Die letzte der drei Polaris-Missionen soll der erste Crewflug von Starship werden. Und viele hatten gerätselt, was denn wohl der zweite Polaris-Flug sein wird. Auch wenn das so nicht bestätigt bzw. vage gehalten wurde, ich denke, Isaacman will den zweiten Polaris-Flug für den Reboost des Hubbles nutzen, sofern die Studie das als machbar einschätzt. Also Hubble soll von derzeit etwa 535 Kilometer auf die ursprüngliche Höhe von 600 Kilometern gehoben werden. Denn seit das Space Shuttle den Orbit von Hubble nicht mehr korrigieren kann, hat das Teleskop kontinuierlich an Höhe verloren, was bei zunehmender Dichte der Atmosphäre noch schneller gehen wird. Und hier spielt Isaacman und SpaceX die Zeit in die Hände, weil je früher man so einen Reboost machen kann, umso effektiver wird er dazu beitragen, dass Hubble nicht weiter absinkt. Sollte Jared Isaacman das aus eigener Tasche bezahlen, ist das natürlich für die NASA ein willkommenes Geschenk. Der NASA-Projektleiter für das Hubble, Patrick Crows, sagte auch, würde man Hubble nicht boosten, müsste die NASA in den nächsten 10 Jahren eine Sonde bauen, mit der man Hubble kontrolliert abstürzen lassen kann. Na klar, sonst drohen Schlagzeilen wie zu langer Marsch 5. Wie siehst du das Ganze? Ist das eine gute Sache oder findest du das Projekt falsch? Schreib mir doch gern unter dem Video. Aber das war nicht die einzige beachtenswerte Neuigkeit von SpaceX. SpaceX wird seine zweite Falcon 9 Startanlage am Cape für Flüge mit Crew ertüchtigen. Die Sorgen wurden ja immer lauter, dass die Starship-Flüge den derzeit einzigen unabhängigen Zugang der USA zur ISS gefährden könnten. Und da man immer noch nicht absehen kann, wann und wie erfolgreich Boeing Starliner seinen Betrieb aufnimmt, der mit der Atlas V ja auch auf ein totgeweihtes Pferd setzt, ist es mit Sicherheit eine gute Idee, sich doppelt abzusichern. Apropos doppelt, SpaceX bringt aktuell doppelt so viel Nutzlast in den Orbit wie der gesamte Rest der Welt. Echt eine absurde Statistik, oder? Ja, das meiste davon natürlich Starlink, was gerade in Deutschland nicht unumstritten ist. Liebe Grüße gehen raus an Böhmi und das Neo Magazin Royal. Elon Musk kommentierte das übrigens so: alles kleine Kartoffelchen im Vergleich zu dem, was man an Nutzlast benötigt, um die Menschheit multiplanetar zu machen. Ich weiß, viele unterstellen Elon Musk immer finanzielle Absichten als Hauptmotiv. Ich dagegen, ich glaube ihm seine Erzählung. Er will die Stadt auf dem Mars oder zumindest posthum als der Initiator gewürdigt werden. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Auch die Starts der kommenden Woche sind nach der aktuellen mitteleuropäischen Zeit, das ist bis zum 30. Oktober, noch die Sommerzeit und damit MESZ. Los geht die Senkrechtstarterwoche mit dem Start einer Falcon 9 von SpaceX. Die startet am frühen Dienstagmorgen um 1.21 Uhr MESZ von der Vandenberg Space Force aus, um eine Ladung Starlink-Satelliten in den Orbit zu bringen. Der erste Start der Woche, den ich dann vermutlich streamen werde, das ist dann der Start einer Atlas 5531 von Cape Canaveral aus. Am Mittwoch, den 4. Oktober um 23.36 Uhr zu einer annehmbaren Zeit gestartet werden sollen 2 SES-Kommunikationssatelliten. Ebenso streamen möchte ich dann den nächsten SpaceX-Start der Woche. Am Mittwochabend um 18 Uhr MESZ wird hoffentlich mit Crew 5 die 8. Crew-Mission für SpaceX starten. Hä? Crew 5 und dann 8? Ja, es ist die 5. reguläre NASA-Mission für SpaceX mit dem Crew Dragon, aber SpaceX hat ja auch Demo 2, Inspiration 4 und Axiom 1 mit Menschen in den Orbit gebracht. Vielleicht wird es ja ein Doppelstream, denn auch am Mittwoch, den 5. Oktober um 19.04 Uhr MESZ, also gut eine Stunde nach Crew 5, wird Rocket Lab seine Electron von Neuseeland aus in den Himmel schießen. Wenn du diese und weitere kommende Livestreams von mir nicht verpassen magst, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich informiert, wenn ich live bin. Am Freitag, den 7. Oktober, startet SpaceX am frühen Morgen mit seiner Falcon 9 dann 2 Galaxy-Kommunikationssatelliten in den geostationären Orbit. Startplatz ist Florida und die Startzeit 1.07 Uhr MESZ. Kurz darauf, auch am Freitag, den 7. Oktober um 2.47 Uhr, startet Japan mit der Feststoffrakete Epsilon mehrere kleine Nutzlasten. Wie gesagt, wenn du meine Raketen-Livestreams nicht verpassen magst, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit YouTube dich auch wirklich informiert, wenn ich live bin. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja insgesamt keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert.
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.